Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will hier auch einmal schauen, ob hier vielleicht wieder einige neue Gegner gekommen sind. Für Punkte, die ein bisschen leichter, das wollte ich jetzt nicht, ausgerüstet haben. Wo sind die? Eine, die Zauber. Den wollte ich jetzt nicht. Ich will das Schwert haben. So, vielleicht muss ich da den Wald wieder säubern hier. Vielleicht muss ich auch irgendwo anders ein bisschen hin. Aber der ein oder andere Gegner könnte wieder da sein. Für den ein oder anderen Erfahrungspunkt. Vor allem, wir brauchen auch noch 120 Punkte. Dann haben wir wieder die nächste Stufe erreicht. So, und ich hoffe, der Wald hat wieder welche. Hier scheint niemand mehr da zu sein. Ich frage mich, wie es jetzt eigentlich in Corinnes ist. Also jetzt Kapitel 4. Hier scheint auf jeden Fall nichts wieder da zu sein. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich sehe nichts und ich höre auch keine Gegner. Was ich schade finde. Ich brauche Punkte. Oder sind die jetzt nur im Minental wieder neu gespawnt? Weil dort die relevant jetzt sind. Hier kann ich so nicht drüber springen. Ja gut, dann porten wir uns mal Hafenstadt. So. Hat sich hier was Neues getan? Lades, hast du was Neues? Wieso bist du nicht auf der Drachenjagd? Wieso bist du nicht auf der Drachenjagd? Das ist nichts für mich. Das überlasse ich lieber den anderen. Ehrlich? Nee, nee. Frische Seeluft. Das ist es, was ich jetzt brauche. Okay, Und es wird noch viel schlimmer. Das ist hier schrecklich. So, hat er hier noch was Neues für uns, Brahim? Zeig mir deine Karten. So, die Höhlen von Corinnes, Landkarte Corinnes, Stadtkarte Corinnes. Karte der heiligen Schreine. Warte mal, wir können ihn aber auch mal. Ein paar unserer Karten. Auf der Karte sind einige Stellen markiert. Das vergessene Tal der Abauer. Ja komm, gebe ich das ab, brauchen wir nicht mehr. Eine Farius-Karte. Brauchen wir nicht mehr. Landkarte Mintal, Garons Minenkarte. Sehr alte Karte. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. So, hat er vielleicht noch was Neues zu erzählen? Gavel? Hey, du. Was ist denn so los? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den... Ich wollte ja... Das Grün, um ehrlich... Nichts Neues. Okay. Das darfst du keinem erzählen. Wieso glänzt er? Ach, weil er meinen magischen Bogen hat. Der hat meinen magischen Bogen, deswegen glänzt er jetzt.
Regis. Ich weiß nicht, war mit ihm irgendwas noch? Ich habe Valentino getroffen. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Trachtprügel verabreicht. Geil. Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Okay. Das hat er doch vorher gewusst. So, hat Diego noch was Neues zu sagen? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Halt! Solange du des Diebstahls angeklagt bist, kannst du nicht ins obere Viertel. Geh zu Lord André und regle die Sache. Oh, verdammt, da war ja was. Man darf halt nicht. Wollt mit Diego reden. Ja, das Diebeszeug habe ich ja eh nicht mehr, außer die Blutkelche. So, warte, das müsste auch wieder da sein, ne? Und das Meer gab das Land frei. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Ich will Adanos etwas spenden. Ich will Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? Sagen wir mal 50. Ich habe 50 Goldstücke. Ich danke dir im Namen Adanos, mein Sohn. Dein Gold wird unter den Bedürftigen verteilt werden. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Erzähl mir mehr über die Götter. Kannst du mich heilen? Komm, wir fragen. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Ich will meine magischen Kräfte steigern? Ich will meine magischen Kräfte steigern. Nee, danke. Das lassen wir. Das lassen wir bleiben. So. Kann ich mit ihm auch nochmal quatschen? Gibt es hier was Neues? Karabon? Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Na, ich hab ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Hier, nimm diesen Ring. Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Wie geil. Wie geil. Und wir sind jetzt... Nice. Okay, das sind vier, Stärkepunkt. Warte, was brauchen wir dann für die nächste? 410.000. Das heißt, noch ein paar Orks verprügeln. So, mit Lord André noch mal reden. Aber wie geil. Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt Zeugen. Von den anderen Dingen, die mir zu Ohren gekommen sind, will ich gar nicht erst reden. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Ja, deswegen bin ich hier. 650 Goldstücke. Was? So viel? Ah, komm. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle? Das war eine große Tat. Wie ist die Lage der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich komme später wieder. Okay. Warte mal.
Ah, okay. Die eine Quest ist jetzt auch weg. Warte mal, jetzt können wir auch noch mal zu Dings gehen, ne? Die Gerüchte sind vom Feind gestreut worden, zu um Karl. Das tapfere Volk von Myrtana in Angst und Schrecken zu versetzen. Der kann uns ja noch mal hier ein bisschen stärker machen. Bei dem können wir uns dann jetzt 4 Punkte stärker holen. Gehen wir noch mal kurz zu ihm. So, da haben wir den. Dann müssten wir aber auf einmal vielleicht die ganzen Sachen hier wieder ausziehen, wie den Gürtel. 5 Stärkepunkte zu wenig, natürlich. So, Warte. Karl. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Okay. 1. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Der kann nur bis 120. Okay, dann habe ich jetzt ein kleines Problem. So. Dann habe ich jetzt wirklich ein kleines Problem. Wer kann mich noch stärker machen? Wer kann mich jetzt wirklich... Also wenn der nur bis 120 kann. Wer kann einen bis 160 trainieren? Worum soll ich mich denn noch anders? 160 ist wirklich das, was ich erreicht haben möchte. Oder zumindest 145. Nee. Wer sagt denn sowas? So, aber jetzt kann ich bestimmt in die Dings. Hat Pablo noch was Neues zu sagen? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Pass bloß auf, was du hier machst. So Galgenvögel wie dich beobachten wir hier ganz genau. Ich habe so einiges gehört. Gut, Diego, wo ist er? Das ist ja interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Wo hast du das denn schon wieder her? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, Diego. Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Jedes Mal vor einigen... Okay, nichts Neues. So, aber wer kann mir jetzt Stärke beibringen? Ritter. Kann ich mit Lord Hagen nochmal reden? Nicht die Innenstatue klauen, bitte. Lord Hagen. Ich trage das Auge bei mir. Ich trage das Auge bei mir. Du trägst das Auge und du hast es wieder zusammengefügt. Dann bist du ein erwählter Innos. Ich werde losziehen und alle Drachen im Minental töten. Geh mit Innos und vernichte das Böse mit seiner Macht. Mehr nicht? Da heißt Ritter. Ingmar? Kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Albrecht? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Jemand hier? Larius ist hier. Ich speichere einmal. Was?
Was schleichst du denn darum? Ich habe gespeichert. Okay, hier ist nichts drin, ne? Hier gibt's sonst auch nichts. Hier gibt's gar nichts. Komm, ich will hier vorbei. Ja gut, dann gehen wir. Ich hatte gehofft, dass ich hier vielleicht doch noch irgendwo irgendwas übersehen haben könnte. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt auch nach den anderen Dingen hier suchen könnte. Das hätte er auch selbst wissen können. Hier fehlen mir ja zwei Blutkelche. Ich habe keine Ahnung, wo ich die suchen soll. So, dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg in Richtung Minental. Passen Corinnes? So, wir wechseln einmal zu der Waffe, beziehungsweise, warte, so. Und gehen durch. Mal gucken, sind hier auch wieder Orks da? Also aufhören, die Dingens hier auszuwählen. Wenn ich Leertaste drücke, dann möchte ich bitte das Schwert gezogen haben, ja? Ich gucke aber mal, ob da wieder Orks sind. Also ich gehe von aus, dass hier vielleicht ein paar wieder sind. Kann es sein, dass hier in Corinnes nichts neu gekommen ist, aber dafür im Minental? Ich glaube, die sind alle im Minental wieder da. Zumindest viele von denen. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Dann bleiben wir ein Weilchen hier. Frag mich, sind auch die Echsenmenschen wieder da? Hier scheint alles wieder ruhig zu sein. Zumindest hier Anfangsgebiet. Hier ist nichts neu gespawnt. An Orks. Aber um die Mauer herum. So, sind die auch noch da oder sind die auch schon gegangen? Ich glaube, die müssten noch... Ne, die sind weg. Ne, doch nicht, die sind da. Ne. Nur er ist da. Nur Biff ist da. Und Biff wäre mir auf Dauer zu teuer. Wo sind dann Gorn und die anderen hin? Ich gehe mal hier rum. Mal gucken, ob hier vielleicht Gegner wieder da sind. Barane sind hier.
Und Feuerwarane. Gleich 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, ob ich gegen so viele schaffen könnte. So, nochmal speichern, weil für den Fall. Ja, noch ein bisschen näher. Ja, bitte, komm. Okay, nice. So, nochmal speichern. Und den nächsten. Ja, noch ein bisschen näher, komm. Komm zu Papa. Okay, der hat mich jetzt getroffen. So, nochmal speichern. Der hat mich auch einmal erwischt. Und nochmal speichern. So, und auch wieder speichern. So, ist dort wieder was neu? Irgendwas? Ne, bisher noch nicht. Okay. Da oben vielleicht. Hier hat sich nichts erneuert. Okay. In der Höhle vielleicht? Weiß ich nicht. Ich stelle aber auf jeden Fall gerade viele Fragen. Und wir müssen definitiv noch mal pennen. Ich gehe aber mal hier entlang. Mal gucken, ob hier vielleicht was Neues. Also neu gespawnt, meine ich, auf jeden Fall. Da sind noch Wachs. Und locker. Hier fehlt doch jemand. Hey. Hast du hier jemanden vorbeikommen sehen? Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so ein Zeug. Wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Bist du momentan alleine hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er, er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind.
Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ja, ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden gehabt. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Er ist tot. Hier, ich habe deine Lorca-Haut bei ihm gefunden. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Ich war noch nicht fertig. Engrom, Talbin. Talbin. Ich glaube, der wird draufgehen. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Wo hat er jetzt vor hinzugehen? Also wo lang? Ich laufe ihm mal ein Stück hinterher. Denn ich will schon wissen, wo er hingeht. Okay, bis jetzt sieht das gut für ihn aus. Aber ich kann nicht mit ihm reden, ich kann ihn jetzt nicht aufhalten. Ich hoffe, der macht da oben gleich eine Pause. So, komm. Biff steht hier immer noch. Wie super. Aber Talbin. Ich möchte mit dir quatschen. Hallo. Wieder eins von diesen Biestern. Oh. Wo kommst du denn her? Ja, so muss man es den Biestern geben. Warte mal. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Bring mich über den Pass, bitte. In Ordnung. In Ordnung. Ich danke dir. Wenn du rübergehst, folge ich dir einfach. Hey, du. Also einmal hier so rüber, oder wie? Ist er da? Geh nochmal zurück. Ist er jetzt weg? Ist er wieder da, oder? Wo ist er hin? Ich muss hier raus. Talbin, der Jäger aus dem Minental, rannte wie von der Blutfliege gestochen zum Pass. Ich glaube, er will nach Corines. Ah, den finde ich noch irgendwann wieder. Den finde ich noch wieder. So, ich will jetzt aber erst einmal hier so einen Trank wieder nehmen. So, und wir müssen ja noch einmal hier das ganze Minental befreien von den Orks. Da wird eine schöne Aufgabe, definitiv. Vor allem, wir brauchen irgendwie irgendwoher einen Lehrer, der in der Lage ist, uns über 120 zu trainieren. Am besten wäre wirklich bis 145. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es so einen Lehrer gibt. Da werde ich auf jeden Fall mal googeln, welcher Lehrer das ist.
Hier bestimmt in World of Gothic Foren steht da irgendwo mit bei, so welche Lehrer da gibt's und wer wie weit trainieren kann. So. Legen wir uns einmal pennen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter und befreien dann den Rest vom Minental. Hier hinten ist ja gleich schon der erste Drache, gegen den wir kämpfen müssen. Aber wenn ich keine Stärke jetzt über auf 140 habe oder 145, dann kann ich jetzt quasi schlecht, also ich sagen wir so, ich muss jetzt 125 haben, also 5 Punkte brauche ich jetzt irgendwie, wo haben wir jetzt das Dings, damit ich das hier ausziehen kann, die 10 Punkte muss ich jetzt irgendwo anders herkriegen. Deswegen brauche ich jetzt erstmal 145, um gegen den einen Drachen da schon mal zu kämpfen. Daher werde ich mir mal schlau machen, wo ich, bei wem ich jetzt mal trainieren kann, lernen kann. Na, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.